Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einem Telespielberichterstattungs-Special. Ist das überhaupt ein Special? Nö. Nö. Nee, ne? Telespielberichterstattung Folge 5. Im Grunde genommen ist das Episode 5,5. Die Halloween-Episode. Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu Telespielberichterstattung Episode 5. Übrigens ist Halloween. Hallo. Hallo, guten Tag. Fangen wir doch mal mit der Frage an und die richte ich jetzt direkt an euch. Wisst ihr überhaupt, was Halloween ist? Ist mir egal. Ich glaube, als Mensch, der sich eigentlich nur für seinen eigenen Konsum interessiert, weiß man normalerweise nicht, wo Halloween eigentlich herkommt, was es eigentlich zu bedeuten hat, weil es ja kommerzialisiert wurde und es eigentlich für uns nur darum geht, uns zu verkleiden und zu saufen. Das ist richtig. Ist Halloween gleich Horror oder hat das noch eine andere Bedeutung? Halloween ist auch Süßigkeiten, ne? Halloween hat ja nicht überall die gleiche Bedeutung, ne? Hast du überhaupt eine? Das wissen wir ja nicht genau. Aber ich weiß, dass also in Mexiko halt der Tag der Toten ist ja quasi Halloween, dass da die Message ja eine ganz andere ist. Was ist denn die Message beim Tag der Toten? Dass du dem Tod huldigst und damit deinen Verstorbenen näher bist. Weil die ist halt nicht negativ, dass sie weg sind, sondern halt positiv. Also es wird als positiv angesehen, dass deine Verwandtschaft tot ist. Quasi, ja. Nicht, dass deine Verwandtschaft tot ist, sondern alle. Dass alle Verwandtschaften tot sind. Dass alle tot sind. Warum fühlen sich Leute zu Horror hingezogen? Tja, das kann man theoretisch psychologisch festmachen. Also bei Spielen zumindest. Da habe ich schon mal irgendwann was drüber gehört oder halt. Das hat irgendwann mal was drüber gehört. Das möchte ich jetzt aber wissen, was das war. Wir sollten mal Kulturförderung beantragen. Ja, dann kommen wir doch mal zu eurem Projekt. Wie hat sich das denn entwickelt jetzt zwischen der 4. und der 5. Folge? Wir haben den Demon rausgeschmissen. Der ist jetzt weg. Der Demon ist weg, ja. Der Demon ist weg. Und sonst, also ist eigentlich so, das meiste ist ähnlich geblieben, aber man spielt jetzt Karl Kartoffel. Nach einigen sehr langwierigen Diskussionen, vor allen Dingen mit Dominik, ist irgendwie halt der Demon Boy halt rausgeflogen eben und wir sind bei Karl Kartoffel gelandet. Ist besser einfach. So, und wenn man von seinem eigenen Produkt überzeugt ist, dann glaube ich, ist das der richtige Weg. Hast du schon mal überlegt, was für Optionen es gibt, was mit Kartoffeln passiert, wenn die erhitzt werden? Wie viele unterschiedliche Optionen du da hast? Zum Beispiel Fritten. Also anstatt Hörner gibt es jetzt Aggregatzustände? Quasi, ja, richtig. Du kannst dich in, also das, zumindest der Plan, in verschiedene Kartoffelformen halt verändern, verwandeln, transformieren. Fritten Ferdinand, Chips Charlie. Ja. Du kannst zum Beispiel durch ein Gitter durchsickern, indem du dich in Kartoffelpüree verwandelst. Genau, ja, richtig. Und dann bist du Bernd Brei. Du musst auch die Metaebene natürlich sehen, ne? Wofür steht denn die Kartoffel? Freiheit. Du kannst sein, was du willst. Ist ja nichts dagegen zu sagen, dass man sein Konzept dann ändert, dass man vielleicht auch sagt, eine andere Hauptfigur muss rein oder so, aber da denke ich mir jetzt irgendwie, Karl Kartoffel ist ja irgendwie so eine Idee, die man beim Kacken hat. Ich sag ganz ehrlich, so, das kam von mir, aber ich war eine wichtige und gute Entscheidung. Also wir stehen da auch hinter, ne? Alle als Team so. Das ist doch Quatsch. Das kann doch nicht sein, dass ihr deswegen irgendwie von Demon Boy auf Karl Kartoffel umschwenkt. Boah, ey. Wie lange reden wir noch über dieses scheiß Demon? Der Demon Boy ist weg, einfach war scheiße. Kack-Verhältnis zu dem Charakter, so. Können wir das Thema nicht irgendwie mal. Boah, ey, fuck, ich hab jetzt nicht. Was ist denn jetzt los? Ruf ich den Fernseher einfach an. Christian, jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn hier los mit ihm und mit dem Spiel? Boah, ja, keine Ahnung, das war alles voll kompliziert. Der ist irgendwie total ausgetickt und so weiter. Ich weiß nicht, wir konnten ihn kaum mehr handeln. Er ist total ausgerastet, wenn wir allein nur über den Demon Boy geredet haben. Ja, lass doch mal rausgehen, draußen reden. Vielleicht ein bisschen frisch gestoppt. Weißt du, letztens hier, als wir hier bei dem Interview waren und du weg warst, da hat er mir so eine komische Geschichte erzählt, irgendwie. Er hat den Demon Boy gesehen im echten Leben und ja, was soll ich sagen, keine Ahnung, irgendwie Burnout oder so ein Scheiß. Naja, um es halt irgendwie ein bisschen zu runterzuschrauben, schmeißen wir den Demon Boy halt jetzt weg. Nimm halt Karl Kartoffel. Ich muss auf Klo.
Oh, hi Dominik. Alles klar? Hey Dominik. Der Christian hat mir da gerade eine Geschichte erzählt. Ich dachte, wir sollten vielleicht... weißt du was, ist egal. Wir reden später. Ich hatte recht. Das kann nicht wahr sein. Ich kann deine Fresse nicht. Wer oder was bist du bitte? Ich bin Fiene. Ich bin älter als die Zeit selbst. Ich bin eine Sammlung von Geistern und Dämonen. Zu verstehen, was ich bin, ist dein kleiner Verstand gar nicht in der Lage. Und ihr habt mich wütend gemacht. Was willst du jetzt von uns? Das weißt du genau. Wir hatten einen Deal. Karl Kartoffel am Arsch. Du hast Dominik verletzt. Du wirst auch noch weitere Menschen verletzen. Du kommst auf keinen Fall in irgendeines unserer Spiele. Ich will aber... Und dann? Dann kann ich jeder herunterladen für 1995. Nenne es Eitelkeit.
Es ist verdammt langweilig. In der Hölle. Auf keinen Fall. Glaubst du wirklich, ihr habt eine Wahl? Ich verrate dir etwas. Ich liebe eure Welt. Die besteht fast nur aus Chaos und Blödheit. Lass mich dir etwas zeigen. Ich mache es euch ganz einfach. Macht, was ich will, oder eure Freund hier wird es ergeben, wie er ewig aus Final Fantasy 7. Dominik, runter, los, 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 los. Dominik! Dominik! Hier ist kein Dominik. Hier ist nur Fool. Ein bisschen weiter. Hier. Alter Dominik, der hatte mit allem recht, der Dean Boy ist real, Mann. Der Dean Boy ist real und hat irgendwelche Zombies in meinem Garten wieder erweckt. Ja, hab ich doch erzählt. Guck dir die Scheiße an, wie kann das sein? Wie kann der in meinem Garten sein? Das ist total unrealistisch. Guck dir diese Kacke an hier. Du weißt doch irgendwas. Nö. Wie, du weißt nichts? Du hast mit dem gelabert. Du hattest doch schon Schiss, bevor wir Schiss hatten. Der war im scheiß Fernseher. Ja, du hast ihn gesehen im Fernseher. Ja und? Bin ich jetzt schuld? Das ganze Blut an. Was soll das?
Ja, das war ja jetzt echt ganz schön krass, muss ich sagen. Wie ist denn das jetzt mit der Story? Die habt ihr jetzt auch verändert, ne? Da hast du schon recht, wir haben einiges an der Geschichte verändert, so an der Hintergrundstory. Die Welt hat es ja auch ein bisschen gewandelt, aber ja, sag du mal das. Story war ja früher, dass du aus der Hölle fliegst. Das ist jetzt nicht mehr so. Du wirst jetzt beauftragt, für Satans Geburtstagsparty einen Kuchen zu backen und musst die Zutaten dafür besorgen. Die versuchst du auch alle im Supermarkt in der Hölle zu besorgen, aber es fehlt eine Zutat, und zwar ein Haar Gottes. Das heißt, du musst dich jetzt auf den Weg in den Himmel begeben. Und was noch wichtig ist dabei, dass dir ein zweiter Charakter zur Seite steht die ganze Zeit, so ein Sidekick-mäßig, ein kleiner Engel. Ja, der Engel ist ein bisschen, man kennt ja diese Helfercharaktere, die man meistens nicht leiden kann. So ein bisschen ist er auch, aber du kannst ihn dafür bestrafen, weil er ist auch deine Waffe. Du schwingst ihn an einer Kette zum Beispiel durch die Gegend und schlägst damit Gegner. Okay, also das war dann der Stand, den ihr hattet, als es halt noch um den Demon Boy gehen sollte. Und dann habt ihr gemerkt irgendwie, dass an der Figur ein bisschen mehr dran ist, wolltet euch davon lossagen und dann habt dann Karl Kartoffel erfunden. Ja, so sieht es gerade aus, ne? Aber der Demon Boy hat nicht so Bock drauf, irgendwie rauszufliegen, habe ich das Gefühl. Also ich bin dafür, für Karl Kartoffel zu kämpfen. Ich finde, der Demon sollte draußen bleiben, vor allem nach der Scheiße hier. Das ist ja Erpressung. Ist das deine Idee? Hier ist doch gar kein Empfang, oder? Eigentlich habe ich auch keinen Empfang hier. Nicht schlecht. Ihr seid besser, als ich dachte. Aber eins scheint ihr nicht zu verstehen. Ich bin in der Lage, die ganze Welt mit Chaos zu überziehen. Wenn ihr das verhindern wollt, kommt dahin, wo alles begann. Ihr Arschlöcher. Wir müssen zum Hügel. Lass fahren. Ey. Sollen wir vielleicht mal schlau sein und Waffen mitnehmen? Das ist eine super Idee. Das haben wir direkt hier. Kommst du auch? Ja, ich komme sofort. Dominik, das kann doch wirklich nicht wahr sein, oder was? Irgend so ein scheiß Höllendämon erscheint hier irgendwie in einem Gulli und sagt, Junge, mach mal ein Videospiel mit mir als Hauptfigur. Und du hast gesagt, ja klar, gute Idee. Wie kann denn die Idee gut sein? Ich meine, guck mal, hallo. Gut, dass ich ein Fahrradhelm auf habe. Das kann man rechtlich bestimmt an, irgendwie. Das kann gar nicht rechtens sein, so. Wir haben dir gesagt, okay, komm, wir machen jetzt den Demon Boy weg. Du weinst den ganzen Tag nur, lass Karl Kartoffel machen. Ist jetzt auch übertrieben mit dem Weinen. Also, ihr habt die Signale halt auch nicht richtig gedeutet. Die Situation sieht jetzt gerade nicht so gut aus. Aber das, ich glaube, das regelt sich schon. Sieht schon ein bisschen beschissen aus, ja. Die Idee mit dem Level-Design ändern, das war doch schon mal eigentlich ganz ordentlich, oder? Ja, das war davor. Das ist ja auch okay, das bleibt ja auch. Wir machen also, halt jetzt, heißt, wir, jetzt, machen hier jetzt wir machen jetzt keine Open World mehr, sondern wir machen quasi lineare Level, ja. Wo du dich aber von der Hölle in den Himmel bewegst und alles folgt logisch aufeinander ab. Eine lineare Abfolge von cool inszenierten Leveln statt große Welten, wie es vorher war. Es wird aber auch ein bisschen Collectors noch drin sein. Also du sollst noch schon auch Sachen sammeln können. Also das, was vorher in den großen Leveln verteilt war, ist jetzt im Endeffekt aufgeteilt in isolierte, straightere, kompaktere Einzellevel. So, also
Das hast du jetzt auf ein Level gestreckt. Ja. Kommst rein, kriegst die Quest quasi ziemlich am Anfang und weißt dann, was du zu tun hast, um das Level zu beenden. Hier hat jetzt alles angefangen, ne? Wir sind fast da, ist noch ein kleines Stück weiter. Jetzt sind wir genau da, wo er uns haben will. Wir müssen auf alles gefasst sein. Dann lass doch mal die Waffen auspacken. Glaubt ihr, das schweißt uns hier ein bisschen zusammen, wenn wir das so durchstehen? Vielleicht gehen wir hier als ganz neue Menschen und Freunde raus. Ich glaube ja nicht. Weil du Penner mit dem Demon Boy Verträge abschließt. Kann sein, dass jetzt irgendwie die Welt untergeht oder so. Und im Endeffekt ist das ja, also muss man ja eigentlich schon so sagen, ist ja alles deine Schuld, Dominik. Aus Schlimmem kann ja auch Gutes erwachsen. Habt ihr mal drüber nachgedacht, was das eigentlich ist, der Demon Boy? Ja, der sieht schon ziemlich aus wie ein Lauch für einen Dämon eigentlich, ne? Also wenn man den vergleicht so mit denen bei Doom. Was ich ja interessant finde an dem, was der Demon Boy hier macht, ist ja, dass der kann ja quasi zaubern. Schon eher so fast Silent Hill-mäßig. Und auch ist eigentlich fast ganz schöner Spaziergang, ne? Ja, der Mülheim hat auch einiges zu bieten. Die Müga ist noch ein ordentlich gepflegter Park. Ja. Man muss sagen, da hat die Stadt einiges geleistet. Treffen wir vielleicht am Ende auf den Nebenboy und der steht oben auf einem Haus und wirft mit Fässern. Dass der so Zombies irgendwie erschafft, ist schon relativ unkreativ vom Nebenboy, oder? Der kann ja auch nichts anscheinend mehr. Der kann ja nichts. Guck mal, diese labbrigen Zombies, da war ja nichts. Nee, der Zombies haben wir relativ easy kaputt gemacht, ne? Muss man sagen. Ja. Wir haben halt den Keller, haben ein bisschen Glück gehabt mit der Kettensäge und so, aber ich meine, wurde ja keiner gebissen oder sowas. Ja, ich mache mir eigentlich jetzt auch keine Sorgen, dass jetzt noch irgendwas schief gehen kann. Das war jetzt nicht nur falsch, das war auch unverschämt. Ihr habt wohl immer noch keine Ahnung, wozu ich in der Lage bin. Ich habe mal eine Frage an euch. Was haben Dead Space, Resident Evil 3 und Outlast gemeinsam? Ihr werdet es herausfinden. Scheiße, Mann, das kann doch nicht sein, ey. Warum haben wir die Fresse nicht gehalten? Ey, ist wirklich nicht mehr weit. Was ist nicht mehr weit? Lass einfach los. Lass beeilen jetzt. Los. Seht ihr das auch? Ey, ist das so ein beschissener Ohrclown? Scheiße, ich glaube, ich kenne die Lösung von dem Rätsel jetzt. Er kommt direkt auf uns zu!